Das Herbstfest ist in Monster Hunter World erschienen, auf der PlayStation und der Xbox. Ich zeige dir die neuen Deko-Rüstungen, neue Waffen und alle neuen Quests, sowie die, die du nachholen kannst. Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Das Herbst-Event ist erschienen in Monster Hunter World auf der PlayStation und der Xbox. Ich möchte euch ein bisschen zeigen, was ist neu, wo müsst ihr gucken, dass ihr was bekommt, denn wir haben zu viele Quests, wir haben fast 4 Seiten an Event-Quests und ich poste euch auch unten einen Link hinein, wo ihr auch immer aktuell sehen könnt, welche Events sind und auch welche neu sind. Wir bekommen die Herbst-Tickets. Und hier muss man aufpassen, nehmt gleich mal am Anfang an die täglichen Quests, denn es gibt jetzt keine wöchentlichen mehr, sondern tägliche. Die könnt ihr gleich mal annehmen, denn dort bekommt ihr eben diese Herbstfest-Tickets. Die brauchen wir für 2 Sachen. Und zwar 5 Stück brauchen wir mal für die Deko-Rüstung, um eben die Rüstung zu bekommen. Und weiters für niedrig oder hochrangig, wenn ihr die Rüstung auch schmieden wollt. Die Rüstung sieht beim Mann richtig, richtig geil aus. Also mir gefällt die irre gut und bin happy, wenn ich die dann habe, denn die werde ich sicher anlegen. Und ebenso könnt ihr es für den Palico craften, das heißt, der bekommt auch eben so ein Set. Hier müsst ihr eben ganz genau gucken, dass ihr das alles dann beim Schmied eben einlöst. Weiters gibt es 2 neue Quests, die schauen wir uns gleich mal an. Und zwar sind 2 neue dazugekommen. So, der erste ist Treffpunkt von Sonne und Mond. Die hier könnt ihr ganz normal, ja, alleine abschließen, ist easy, 3 Sterne, niedrigrangig. Was bekommen wir hier? Und zwar Flauschhund-Tickets. Wofür können wir die verwenden? Und zwar für neue Waffen. Ich blende euch die Waffen auch ein. Die Werte sind jetzt nicht so berauschend, also hier ist auch Schlaf drauf und so. Ich denke generell die Rüstungen hier, wenn jemand länger spielt oder so wie ich halt höhere Rüstungen hat, ja, dann ist es einfach nice to have, das heißt, man nimmt die halt einfach mit, spielen würde ich sie wohl nicht, aber wie gesagt, hier bekommt ihr dann eben einmal diese ersten Rüstungsteile. Weiter geht's, und zwar wir haben ein königlicher Schmerz, die ist schon ein bisschen schwieriger, Stern 7 ist aber auch, ja, ohne Probleme zu schaffen. Was haben wir von der? Und zwar hier bekommen wir die unechten Tickets. Diese sind eben für diese Deko-Rüstung. Hier müsst ihr Minimum 2-mal hinein, um diese ganzen Deko-Rüstungen zu bekommen. Die Aufträge bekommt ihr immer beim Schmied. Der gibt euch dann immer diese Quests. Und hier das Einzige, was mir aufgefallen ist, abgesehen davon, dass es relativ gut Edelsteine gibt, es gibt auch hier diese Goldeier. Kann man super gut verkaufen. Ich habe hier, wie man sieht, schon 6 Stück gemacht. Also, ich war hier jetzt 3-mal drinnen und habe einfach probiert und bekomme wirklich super diese Goldeier. Die kann man dann auch wirklich tadellos verkaufen. Und wie gesagt, wenn irgendwer Kohle braucht, dann geht da hinein und holt euch eben auch diese Goldeier. Zum Rest selbst, was gibt's beim Event? Die Coolwetter Roh ist auch zurück. Hier sieht man gleich, ich bin ja oben hier, wie man sieht. Coolwetter Roh Belagerung, die ist natürlich zurück, wer Coolwetter Roh noch farmen muss. Und ebenso, was es noch gibt, die ganzen USG-Quests sind da, und zwar beide. Das finde ich eigentlich relativ geil, wenn irgendwer genaueres wissen will bezüglich dieser Azur-Stern-Rüstung. Ich poste euch den Link meines Videos unten hinein. Aber ihr habt eben jetzt die erste USG und auch die zweite. Das heißt, hier könnt ihr euch jetzt das komplette Azur-Stern-Set holen. Finde ich auch gut gemacht. Generell, was haben wir noch für Quests? Natürlich alle. So blöd klingt, wir haben einfach alle. Guckt in die Liste, die ich euch hineingepostet habe. Hier steht auch immer dabei, wofür ihr es braucht. Deswegen die Liste von Capcom relativ gut. Denn hier steht auch wirklich drinnen, was ihr damit machen könnt. Behemoth Schwer ist zum Beispiel noch da. Ihr seht, ich habe irre viele Aufgaben. Hier sind 4 Seiten. Hier müsst ihr einfach wirklich gucken. Den Übersicht zu behalten ist relativ schwierig, finde ich. Denn es steht nicht dabei, ob man was hat, ob man was nicht hat. Walhassak hier, Kampfgehärtet, ist wieder da. Natürlich die ganzen Quests, die wir die letzten 6 Monate spielen, Demonjo im Schwermod. Also hier etliches, Kushala, Deostra gehärtet, Kirin-Kampf gehärtet. Also hier etliche Quests zum Spielen. Dann gibt es ebenso, wie man sieht, neue Sets bei den ganzen Damen und so weiter. Hier gibt es jedoch ein Set für unsere Freundin, die müsst man jedoch kaufen. Das heißt, wenn ihr das Ausrüstungsset für eure Freundin wollt, dann müsst ihr die kaufen im Store. Gibt es nicht zum Glammern. Sonst, ihr merkt, das ist relativ zügig, das Video, denn es sind wirklich, wirklich viele Quests. Das Event generell finde ich sehr gut.
Für die Leute eben, die später anfangen, finde ich sehr schön, dass Capcom immer wieder die ganzen Quests hineinbringt. Und jo, ich werde sicher auch die nächsten paar Tage wieder auf der PlayStation unterwegs sein und werde sicher ein paar Sachen farmen, die ich auch noch nicht habe oder wenn mir irgendwas fehlt. Wie gesagt, checkt einfach die Liste ab, guckt nach, was ihr noch braucht. Wenn irgendwo Rufzeichen sind, dann nehmt die Rufzeichen an und besorgt euch mal alle Deko-Rüstungen, tauscht alles um. Und ich hoffe, dass ihr genauso viel Freude habt mit diesem Herbst-Event wie ich. Ich würde mich um Kommentare, Like und natürlich Abo freuen, auch wenn das Video relativ kurz ist für so ein großes Event. Aber jede Quest vorzustellen, das würde ein wenig den Rahmen sprengen. Deswegen habe ich euch nur diese zwei Quests rausgesucht, die neu sind. Und somit bedanke ich mich fürs Zugucken. Ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.